Hallo, heute werde ich über den Tepro Biloxi Holzkohlegrill berichten. Ein sehr interessantes Modell. Den aktuellen Preis sehen Sie, wenn Sie den Links folgen, die ich in der Beschreibung des Videos angegeben habe. Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit und vergessen Sie nicht, den richtigen Wahlkanal zu abonnieren und das Video zu liken. Lasst uns anfangen! Auch in deutschen Gärten hält der Trend des Barbecue Einzug oder hat es vielerorts bereits getan. Der Smoker Biloxi ist ein echter Eyecatcher und beschert ganz neue Grillerlebnisse. Der Smoker im Western-Style verbindet verschiedene Grillmöglichkeiten. So kann zum einen das Grillgut traditionell auf der vorgesehenen Grillfläche direkt über der Glut zubereitet werden. Zum anderen kann das Fleisch auch in der Abluft eines Holzfeuers gegart werden. Dies ist möglich durch die spezielle Bauform des Smokers. In dem kleineren und etwas tieferen Feuerraum entsteht Rauch beim Verbrennen von Holz. Dieser Rauch steigt auf und gelangt in den größeren Garraum, in welchem sich das Grillgut befindet. Der Weg des Rauches wird durch den Kaminabzug in dem Garraum unterstützt. Das Grillgut wird somit bei niedriger Temperatur von 80 Grad bis 130 Grad Celsius schonend gegart und erhält seinen charakteristischen Rauchgeschmack. Oft wird dies auch als Räuchern bezeichnet. Mit Hilfe des integrierten Thermometers im Deckel kann die Temperatur im Garraum bequem beobachtet werden. Durch das Zubereiten im Rauch wird das Grillgut gleichmäßig von allen Seiten gegart und behält seine saftige Konsistenz. Über die Wahl des Holzes lassen sich neue und unbekannte Geschmacksrichtungen ausprobieren. Die geschmacksverleihende Intensität des Rauches kann durch die Belüftungsklappen geregelt werden. Um im Smoker tolle Ergebnisse zu erzielen, muss man kein Profi sein. Durch die geringe Gartemperatur kann das Grillgut nicht verbrennen und muss fast nicht gewendet werden. Der Biloxi bietet darüber hinaus eine gesunde Art zu grillen, denn durch die Zubereitung im Rauch können weder Fett noch Flüssigkeiten in die Flamme tropfen und gesundheitsschädliche Stoffe verursachen. Neben dem modernen Räuchern kann durch den zweigeteilten Grillrost im Garraum auch indirekt gegrillt werden. Die indirekte Grillmethode, bei der das Grillgut im geschlossenen Raum liegt und nicht direkt über der glühenden Kohle platziert ist, kann mit diesem Smoker einfach umgesetzt werden. Ob herkömmliche oder neuartige Grillmethoden, der Smoker lässt keine Wünsche offen. Durch die vorhandenen Räder kann dieser schnell überall im Garten oder auf der Terrasse zum Einsatz gebracht werden. Holen Sie sich den Wilden Westen in Ihren Garten. Ihre Familie und Freunde werden sich über den urtypischen Geschmack aus dem Biloxi freuen. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Der hängende Rost kann nicht ohne weiteres rausgenommen werden. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Das Grillen und Smoken funktioniert super. Optisch ist der Grill ein echter Hingucker. Der Grill ist nicht schwer zum Aufbauen. Der Smoker ist gut verarbeitet. Die Beschreibung ist einfach und verständlich. Der Zusammenbau ist relativ einfach. Der Smoker ist stabil und komfortabel. Der Smoker bietet genügend Platz für viel Grillgut. Der höhenverstellbare Kohlerost ist robust. Das war's mit unserem Testbericht zum Tepro Biloxi Holzkohlegrill. Wenn Sie den aktuellen Preis dieses Modells wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und dem Video ein Like geben. Drücken Sie auf die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Alles Gute und bis bald!